Hallo und willkommen zu einem Anwendungsbeispiel. Im Jahr 1948 wurde bei den Männern ein neuer Weltrekord mit der Weite 17,68 Meter aufgestellt. Eine Faustregel besagt, dass sich seit 1948 der Weltrekord bei den Männern alle 2,5 Jahre um 34 cm verbessert hat. Die Weltrekordweite W soll nun gemäß dieser Faustregel in Abhängigkeit von der Zeit T durch eine lineare Funktion beschrieben werden. Erstellen Sie eine Gleichung dieser Funktion. Wir sollen nun T ist gleich 0 für das Jahr 1948 dafür wählen. Die Funktionsgleichung allgemein hat folgende Form, die wir schon sehr gut kennen. F von t ist k mal t plus d. Wir wissen nun, dass wir an der Stelle 0 im Jahr 1948 eine Weite von 17,68 Meter hatten. Also f an der Stelle 0 ist 17,68. Des Weiteren wissen wir, dass alle 2,5 Jahre sich dieser Weltrekord um 34 cm verbessert. Das heißt, denken wir nun an den Graphen der linearen Funktion f, so können wir uns das als Steigungsdreieck veranschaulichen und wir wissen also, alle 2,5 Jahre verbessert sich diese Weltrekordweite um 34 cm. Vorsicht, 34 Zentimeter. Die Weite ist in Meter angegeben. Das heißt, diese Weite verbessert sich alle 2,5 Jahre um 0,34 Meter. Wir können nun also die Steigung k uns ganz einfach durch das Steigungsdreieck überlegen. 0,34 dividiert durch 2,5. Diesen Wert in den Taschenrechner eintippen und es ergibt sich 0,136 für die Steigung k. F an der Stelle 0 ist ja nichts anderes als unser d. Das heißt, unsere fertige Gleichung lautet also f von t ist gleich 0,136 mal t plus 17,68. Das ist die Funktionsgleichung, mit der sich die Entwicklung der Weltrekordsweite also beschreiben lässt. Kommen wir noch zum zweiten Punkt. Im Jahr 1988 betrug die Weltrekordweite bei den Männern 23,06 Meter. Ermitteln Sie für das Jahr 1988 die Abweichung des Funktionswerts von dieser Weltrekordweite. Diese Funktion bildet ja nur eine Näherung dieser Weltrekordweite ab. Und wir wollen also nun wissen, wie weit diese Näherung vom tatsächlichen Wert von 23,06 Meter abweicht. Dementsprechend müssen wir den Funktionswert an dieser Stelle erstmals ermitteln. Also f an der Stelle des Jahres 1988. Vorsicht, t ist gleich 0 ist das Jahr 1948. Das heißt, das Jahr 1988 ist nun t gleich 40. Das heißt, wir müssen den Funktionswert an der Stelle 40 berechnen. Einfach für t gleich 40 einsetzen. Auch das lässt sich schnell mit einem Taschenrechner berechnen. Es ergibt sich eine Weite von 23,12 gemäß dem Modell, das wir hier entwickelt haben. Die tatsächliche Weltrekordweite lag allerdings bei 23,06. Das heißt, die Differenz zwischen den beiden Werten, nach denen ja gesucht ist im zweiten Punkt, beträgt also 0,06 Meter bzw. 6 Zentimeter.